Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Heute ohne Fernsehen, ohne WDR-Fernsehen. Hier sind wir unter uns, ausschließlich im Radio bei 1Live. Freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über was, Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Edith und Edith ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Hallo Edith. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, es klingt einfach so bösartig, wenn ich das sage. Aber in der Nacht zu gestern ist zum Glück mein Vater gestorben. Mhm. Ich bin 48 Jahre alt und ja. Dieser Mann hat aus meinem Leben wirklich einen Horrorfilm gemacht. Ne? Ach, du bist gar nicht jetzt... Nein, nein, erschüttert ich bin und traurig. Nicht erschüttert oder traurig. Nein, nein, ich sag dir ja zum Glück. Ja, das habe ich gar nicht richtig wahrgenommen, verstanden, wie du das meintest. Mhm. Zum Glück ist dein Vater gestorben. Ja. Wie alt ist er geworden? 72. Ja. Was hat denn dieser Mann angestellt, angerichtet, dass du... Ich habe noch im Moment noch drei Brüder, die noch leben. Meine Mutter hat insgesamt 7 Kinder gekriegt, 6 aus der Ehe mit meinem Vater. Die älteste war ich. Mhm. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich diesen Kerl nicht wenn ich dich nicht hätte, hätte ich diesen Kerl nicht geheiratet. Ich verstehe nicht, warum sie danach noch 5 weitere Kinder kriegen musste, aber was soll's. Also sie hat ihn erst geheiratet, nachdem du da warst, oder wie? Nachdem sie mit mir mal schwanger war. Ja. Ich bin so ein 6-Wochen-Kind. Ja. Also 6 Wochen nach meine Eltern geheiratet haben, bin ich geboren. Was hat der Mann mit dir gemacht, dass du... Er hat aus der ganzen Familie einen Horrorfilm gemacht. Er hat, es war, wenn ich sage, an der Tagesordnung Schläge zu kriegen, dann war das wirklich an der Tagesordnung. Dann meine ich jeden Tag. Das heißt, du hast deine ganze Kindheit und Jugend über Schläge bekommen? Ja, nicht nur ich. Nicht nur ich. Auch die anderen. Auch die anderen. Also wenn man selber nicht dran war, dann war jemand anders dran. Und irgendwie, weißt du, das ist irgendwann eine Atmosphäre, wo jeder gegen jeden ist. Mhm. Mhm. Weswegen? Weswegen hast du Schläge? Weswegen hast du Schläge bekommen? Wegen allem. Wegen allem. Wegen Kleinigkeiten auch? Wegen Kleinigkeiten. Wie stark, wie sehr hat er... Ich kann mal ein Beispiel sagen. Ja? Beim Essen durfte man nicht reden. Wenn man redete, wurde der Löffel abgeleckt, den bekam man ins Gesicht geklatscht. Dann wurde man in die Ecke gestellt, da stand man Stunden. Mhm. Irgendwann kippt man um, weil einem das Blut in den Beinen versackt. Mhm. Und nun kennst du vielleicht diese überdrehten Ringe, die man in Türrahmen reinhängen kann, um so Kinderschaukeln dran zu hängen. Mhm. So eine Ringe hatten wir auch in der Tür. Mhm. Und dann kennst du vielleicht diese Jutebänder, die man, so beige Jutebänder mit so roten Streifen, die man nehmen kann, um so Stühle oder Sessel oder sowas aufzumopsen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt runtergeflochten. Ja, 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 ja. Mit diesen Bändern wurde man dann in den Türrahmen gehängt, in diese Ringe. Da konnte man lange stehen, da fiel man nicht mehr um. Und das hat deine Mutter alles mitgemacht? Meine Mutter hat genauso Prügel gekriegt wie wir. Mhm. Es gab, hat er euch auch so stark geschlagen, dass ihr verletzt wart? Mein Bruder, einer meiner Brüder, ist sieht fast nichts mehr. Ein anderer Bruder ist hat ein gelähmtes Bein. Alles als Folge der Misshandlung. Ja, ja, ja. Mhm. Seid ihr, ist da sexuell auch was gelaufen, ein Missbrauch? Es gab, ja, das war dann, das lief ein bisschen anders. Ich kann mich an eine Fernsehsendung erinnern, die er gesehen hat. Und da tauchten irgendwann auf dem Bildschirm die Buchstaben LSD auf. Mhm. Da war ich vielleicht 10, 12. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was das denn sei, LSD, worauf ich dann zur Antwort bekam, leichte Straßendirne, wirst du auch mal. Mhm. Später hat meine Mutter behauptet, dass er mich für Geld seinen Arbeitskollegen angeboten hat. Hatte das?
Ich weiß es nicht. Es ist nie was passiert, weil in der Richtung ist nie was passiert. Es ist nie was passiert, Gott sei Dank. In der Richtung ist da nie was passiert. Und er? Es hat Übergriffe von Liebhabern meiner Mutter gegeben später. Die hat es gegeben, ja. Zu dir? Zu mir, ja. Mhm, aber von dem Vater nicht? So von meinem Vater nicht. Mhm. Nee. Aber eben so ständig dieses, du landest eines Tages auf dem Strich, wo kommst du her, du Hure? Du hast wieder rumgehurt. Das war eigentlich tagtäglich, ja. Sag mal, Edith, wie war denn dein Verhältnis jetzt in den letzten Jahren zu dem Vater? Ich habe keins mehr gehabt. Ich bin mit 14 Jahren, bin mit 14 Jahren aus der Schule entlassen worden. Damals gab es ja noch keine Hauptschule. Da kam man noch aus der Volksschule raus. Und habe dann am 1.8. eine Lehre angefangen. Und dann hat er kurz drauf, im September hat er meine Mutter rausgeworfen. Zwei Tage später hat er einen meiner Brüder ins Heim gebracht. Wo bist du denn gelandet mit deinen 14 Jahren? Wo hast du gewohnt? Ich habe dort noch gewohnt. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch dort gewohnt. Mein Vater hat sich nie ein Brot selbst geschmiert. Er hat sich nie eine Unterhose aus dem Schrank genommen oder ein paar Socken oder so. Man musste alles für ihn machen. Bis zum wievielten Lebensjahr warst du bei ihm in der Wohnung? Ich bin dann noch ein halbes Jahr dort gewesen. Und zwar, er hatte dann, wie gesagt, meinen einen Bruder ins Heim gebracht, den anderen kurz darauf auch ins Heim gebracht. Also du bist mit 15 dann weggekommen? Mit 14 noch. Mit 14, wohin? Ich habe dann eine Überdosis genommen, ich habe irgendwann angefangen, Tabletten zu klauen. Ich habe alles geklaut. Ob das jetzt die Tabletten von meiner Oma waren oder Tabletten, die bei irgendjemandem, wo man war, zufällig rumlagen. Ja. Bist du dann in Taschen durchstöberte von fremden Leuten, um da irgendwelche Tabletten zu finden. Ich habe alle geklaut. Bist du dann in ein Jugendheim gekommen? Nein. Sondern? Ich habe dann diese Überdosis genommen. Bin in der Arbeit zusammengebrochen, dadurch bin ich aus der Stelle rausgeflogen und bin ins Krankenhaus gekommen und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und meinte, Kind, wie kannst du nur? Und machte wieder den besorgten Vater und hätte nie jemand geglaubt, dass dieser Mann so ist. Aber dennoch hast du ja, wie du gerade gesagt hast, ab dem 14. Lebensjahr nicht mehr bei ihm gewohnt. Wo hast du gewohnt dann? Dann bin ich bei ihm rausgeflogen, dann hat er meine Sachen alle bei meiner Oma vor die Tür gestellt. Da war auch meine Mutter, die er rausgeworfen hatte. Und dann habe ich dort gelebt. Und meine Mutter, die war halt Alkoholikerin. Bist dann bei der Oma quasi groß geworden? Hast du die Restzeit? Meine Mutter war Alkoholikerin, die hatte einen Riesenberg Schulden. Ich hatte ihr nur auch meine Lehrstelle nicht mehr. Ich bin dann in der Fabrik arbeiten gegangen, um die Schulden abzubezahlen, damit ich irgendwann mal eine Lehre machen konnte. Ich mach mal, Edith, jetzt einen Strich, was die Vergangenheit anbelangt. Jetzt ist vorgestern der Vater gestorben. Du sagst, glücklicherweise ist er tot. Ja, er hat zu... Deine Mutter lebt noch? Nein. Die lebt nicht mehr? Die hat sich totgesoffen vor 9 Jahren. Von wem hast du erfahren, dass er tot ist? Von meinem Bruder. Der hat mich heute Nacht noch angerufen. Wusstest du, dass es schlimm um ihn steht, dass er sehr schwer krank ist? Ich wusste, dass er seit Jahren in einem Altenheim ist. Aus dem ersten Altenheim ist er rausgeworfen worden, weil er da das Mobiliar genordet hat und hat die Bewohner und Mitarbeiter angegriffen. Und dann ist er in dem zweiten gewesen. Da war er dann später mal irgendwann im Krankenhaus, hat im Krankenhaus gesagt, in das Bullenkloster geht er nicht mehr zurück. Ist dann aber doch wieder in das Heim zurückgegangen, weil er sich einbildete, er würde bei seinen Kindern wohnen wollen. An was ist er jetzt gestorben? Weiß ich nicht genau. Das weißt du nicht. Wirst du zur Beerdigung gehen? Nein. Natürlich nicht. Da habe ich nichts verloren. Gibt es in dir überhaupt keine Trauer, sondern nur Genugtuung und Glück, dass dieser Mensch weg ist? Ja, wobei das ist so zwiespältig. Wer mich kennt, weiß eigentlich, dass ich auch nachts um 4 noch mein letztes Hemd gebe, wenn ich irgendwie jemandem damit helfen kann. Und das ist, glaube ich, der einzige, also ich kenne niemanden, über den ich sowas sagen würde wie über meinen Vater. Und es gibt auch niemanden, bei dem ich also so beileidlos oder mitleidlos bin wie bei ihm. Also definitiv keine Trauer, sondern nur... Nein. Das Einzige, was manchmal ist, dass ich denke, ja eigentlich ist es trotzdem unanständig so zu sein. Ne? Aber verständlich.
verständlich ist das eine. Das andere ist eben, dass ich schon denke, irgendwie ist es unanständig. Also nach dem, was du erzählt hast jetzt, das war ja nur ein ganz kleiner Ausriss von Abriss von dem, was passiert ist. Glaube ich, hat man eine Ahnung, was du mitgemacht hast, was deine Familie mitgemacht hat, die Geschwister auch. Dann kann man das schon verstehen, dass man so empfindet. Ich wohne seit 15 Jahren hier in dieser Stadt. Mhm. Und ich wohne seit 15 Jahren heimlich hier, damit er nicht mehr weiß, wo ich bin. Mhm. Und alle meine Freunde, meine Brüder, alle halten dicht, dass ich hier bin. Mhm. Ich habe heute Nacht, als mein Bruder mich anrief, mir das erzählt, gedacht, oi, ich wohne das erste Mal nicht mehr heimlich. Mhm. Also eine Erleichterung. Ich wünsche dir, Edith, dass dieser Hass nicht zu lange noch in dir lebt. Weil nee, ich glaube, dass das nicht gut ist, sondern dass du einfach ihn vergessen wirst können. Das ist auch ein Punkt, den ich vielleicht noch so an dich habe. Und zwar suche ich jemanden, der bereit ist, mein Leben mal aufzuschreiben. Mhm. Mhm. Ja, wenn sich da jemand würde melden, reicht mir das natürlich gerne an dich weiter, weil du sehr viel Schlimmes erlebt hast und viel zu erzählen hast, vermutlich. Ja, also ich denke mir schon, dass es sich lohnt, das aufzuschreiben, mhm. aber ich bin selber nicht in der Lage, das in eine lesbare Form zu bringen. Liebe Edith, wenn sich bei uns jemand meldet, hast du mein Wort, dass wir natürlich den Kontakt herstellen. Ja, aber vielleicht könnt ihr mir ja auch behilflich sein, den Kontakt irgendwo herzukriegen. Ich denke mal, ihr kennt tausende von Leuten, dass da eher so die Möglichkeit besteht. Wir denken mal drüber nach und melden uns bei dir, okay? Okay. Alles Liebe, alles Gute, Edith. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Hier ist Radio 1 Live mit der WDR Telefon-Talkshow. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, zu welchem Thema auch immer. Also was brennt euch auf den Nägeln? Über was habt ihr Lust zu reden, mit mir zu reden, vielleicht mit mir zu beraten oder mit mir zu streiten? Wie auch immer, ruft mich an. 0800 5678 111. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Andreas begrüße dich jetzt herzlich und Andreas ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Jetzt habe ich fast ein Mädchen aus dir gemacht. Ach nee. Andreas, um was geht's denn? Es geht um meine beste Freundin, meine allerbeste Freundin, in die ich mich jetzt im Hals über Kopf verliebt habe. Und wie lange seid ihr schon beste Freunde? Seit 3-4 Jahren so ungefähr. So lange? Ja. Früher gab es mal so ein Lied, ich weiß nicht, wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ja. Wie kommt es, dass du jetzt verliebt bist in sie? Es ist so, dass sie bis vor kurzem einen Freund hatte. Mhm. Und der hat sie jetzt sitzen lassen, relativ unschön, auf eine unschöne Art und Weise, muss man sagen. Und sie hat halt bei mir Trost gesucht und es ist auch in der Zeit dann ein bisschen mehr geworden, also von meiner Seite zumindest. Also, wir haben uns öfter getroffen, wir gehen mittlerweile jedes Wochenende zusammen weg und... Aber es ist körperlich noch nichts gelaufen? Nein. Und sie weiß auch nichts von deinen Gefühlen? Nein. Von den neuen Gefühlen? Sie weiß, ich habe ja gesagt, dass ich früher mal in sie verliebt war. Ja. Das weiß sie. Ja. Das war auch so. Beim ersten Kontakt, also wir haben uns praktisch in der Schule kennengelernt. Also ich habe jetzt im März Abitur gemacht. Mhm. Und wir haben zusammen also die Zeit durchlebt. Und aber auch früher, also solange ihr euch kennt, ist noch nie irgendetwas Körperliches, Erotisches gelaufen zwischen euch beiden. Hattest du in der Zwischenzeit mal eine Freundin? Ich hatte früher eine Freundin, als ich sie auch schon kannte. Mhm. Und bin jetzt aber ein halbes Jahr solo schon. Ja. Mhm. So, jetzt hast du dich in deine beste Freundin verliebt. Ja. Die beste Freundin würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, oder? Wenn ja, sie es erfährt. Es ist auch so, eine Schulkameradin in Anführungszeichen hat schon vor einiger Zeit uns ein paar Mal im Kino gesehen und so weiter. Das war in der Zeit, wo wir öfter weggegangen sind und dann relativ überzeugend anscheinend das Gerücht verbreitet, wir wären zusammen. Allerdings in der Zeit, als sie noch ihren Freund hatte. Mhm. Und der hat das auch mitbekommen und wahrscheinlich auch relativ überzeugend von jemandem gesagt bekommen. Also es ging nicht so, ich glaube, die sind zusammen, sondern es ging mir auf der Schiene, die sind zusammen. Ich weiß es sicher, ich habe es gehört, ich habe es gesehen. Hat er das denn zu ihr gesagt und gefragt, hier, was ist hier los mit dem Andreas? Ja. Und was hat sie da gesagt? Das ist mein bester Kumpel. Ja, eben. Mhm, ja. Und da ist es eben nochmal so richtig klar gemacht worden, auch von ihrer Seite, also mehr nicht wie das. Und ich stehe jetzt eben vor der Entscheidung. Ach so, das hat sie dir gegenüber dann nochmal so richtig klar gemacht. Ja, das ist auch so eine Abmachung gewesen zwischen uns. Also für dich ist auch irgendwie so klar, bei der ist nicht mehr vorhanden für mich, Andreas. Ja. Die ist nicht verliebt in dich. Nein, das glaube ich nicht. Also es ist ein sehr starkes Gefühl da, das weiß ich, aber es ist keine Liebe, das glaube ich nicht. So, jetzt
Jetzt stehst du vor. Ja, vor dieser Entscheidung entweder. Ja, also ich habe das Problem, dass ich auch deswegen Probleme habe, mittlerweile mit ihr umzugehen, weil ich immer das im Hinterkopf habe auch. Klar. Und ja, das Problem ist, ich will sie auf keinen Fall verlieren, sowohl als beste Freundin nicht, als auch dann in der Beziehung sowieso, aber... Also das Problem ist, sag ich es ihr oder sage ich es ihr nicht? Ja, ne? Und das, wie reagiert sie und was habe ich, was kann ich überhaupt aufs Spiel setzen und was will ich aufs Spiel setzen? Also... Du riskierst, wenn du sagst, dass die Verbindung sehr irritiert ist, wenn nicht erstmal kaputt ist. Dass einem alles vorbei ist, sowohl das eine wie das andere. Ne? Ja, so. Die Chance besteht, dass vielleicht in ihr auch irgendetwas gewachsen ist, was du noch gar nicht so wahrgenommen hast, gewittert hast. Und plötzlich sie sich dir gegenüber auch outet und sagt, Mensch Andreas, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich auch. Ne? Die Chance besteht. Ja, okay. Wenn du alles runterschluckst, wirst du immer frustrierter und immer verspannter und kannst gar nicht mehr ganz normal mit dir umgehen. Also es ist eine schwierige Situation. Ne? Was man auch macht, ist erstmal sehr kompliziert. Und das ist auch das andere Problem, seit sie ihren Freund nicht mehr hat, gehen wir eben noch öfter miteinander aus und weg. Und wo wir auftauchen, natürlich die ganze Damenwelt denkt, das ist meine Freundin. Und ist dann auch zunächst mal abweisend, weil sie sagen, wir wollen hier keinen Stress mit der Freundin haben, wenn er uns hier anspricht oder so. Das heißt, diese ganze Sache blockiert auch noch dein Leben, ja. Ne, dass du auch gar nicht offen bist für andere Beziehungen vielleicht und die Frauen so denken, du bist in festen Händen. Ja, eben. Redet ihr denn so, redet sie mit dir über andere Männer, wenn ihr ausgeht? So nach dem Motto, guck mal, der ist aber süß. Sagt sie dir das so? Ja. Das schon. Ist ja auch nicht so schön für dich dann, ne? Nicht unbedingt, ne? Ich glaube, Andreas, dass man in so Fällen in der Regel, ich glaube, es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel, glaube ich, ist es ganz gut, um sich Luft zu machen, das dann doch irgendwann auszusprechen. Dann weißt du nämlich, woran du bist. Und dann ist es, liegt es auch sehr an dir, wenn du diese Freundschaft aufrechterhalten möchtest, ihr klar zu signalisieren, ich will aber auch wirklich nur dein Freund sein. Aber das ist die Frage, ob du das schaffst. Ne, wenn man diese Sehnsüchte in sich hat, ist es eine gigantische Aufgabe, all die Sehnsüchte in sich runterzudrücken. Ne? Ja. Aber du wüsstest, woran du bist und du könntest dich dann auch darauf einstellen. Wäre sehr schön, wenn ich wüsste, dass sie dann so reagiert, dass sie sagt, das ist schön, aber es ist nicht mehr und wir können Freunde bleiben, aber es ist keine Garantie. Es kann auch sein, dass sie dann eben sagt, es wird nie mehr so, wenn ich das jetzt weiß, wird es nie mehr so sein, wie es vorher war. Das Vertrauen nicht mehr so da. Aber es ist jetzt auch schon nicht mehr so, wie es vorher war, Andreas. Durch deine Gefühle nämlich. Ja. Ne? Durch deine Gefühle ist jetzt sowieso alles anders. Und jetzt würde ich auch volle Kanne Risiko fahren eigentlich und es ihr sagen. Vielleicht besteht die Chance, dass das durch so ein sich öffnen vielleicht bei ihr auch was in die Gänge kommt. Und wenn nicht, dann weißt du Bescheid und kannst dich darauf einstellen. Ja. Mach mal. Ja, okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Andreas. Tschüss. Valentina. 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Valentina. Das war ein schöner Name. Ja. Um was geht's? Mein Mann ist am 30. Juni gestorben. Am 30. Juni in diesem Jahr. Wie alt war er? 51. Ja. Ist er plötzlich verstorben? Nicht direkt. Er hat am 99 einen Autounfall. Und die zweite Wirbelsäule war gebrochen. Naja, und er war selbstständig und so weiter. Und er konnte kaum, auch Diabetiker dazu. Und leider habe ich später erfahren, das war vorletztes Jahr, wo ich das erfahren hatte, dass er Diabetiker. Also er war schon schwer krank und angeschlagen, kann man so sagen. Ja. Und an was ist er jetzt im Juni gestorben? An was? An Gehirnblutung. Das war dann aber denn doch überraschend für dich. Und oh, sehr, sehr. Weil am 28. Juni haben wir ihn ins Krankenhaus hingebracht. Er konnte die rechte Hand und rechte Bein nicht mehr bewegen. Und voll Blutung von Nasen, Ohren, also überall. Und am 30.
ist er gestorben, mit 57. Ja. Das heißt, er hat nicht mehr lange leiden müssen. Ich war Samstag bei ihm und er wollte von mir Abschied nehmen. Ja. Aber ich wollte das nicht. Ich dachte, weil er immer als wird immer, wissen Sie, als Gaststätte immer so seine Witze gemacht hat. Und ich dachte, naja, mach seine Witze. Also ihm war der Ernst der Situation war ihm klar. Ja. Dass er von dir Abschied nehmen wollte. Ja, aber er war so oft im Krankenhaus und du hast es nicht so ernst genommen. Nein, weil ich wusste, jedes Mal kam er wieder zurück. Mhm. Als er verstorben ist, warst du nicht bei ihm im Krankenhaus? Nein, das war um 7:30 Uhr. Mhm. Hatte mich den Arzt angerufen. Mhm. Ich war also am 28. Juni abends um 12:30 Uhr haben wir ihn ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und Samstag war ich bei ihm, also am 29. Und habe ich seine Sache gebracht und mit mir gequatscht und immer mit den Arzt immer so seine Dummheit gesprochen. Mhm. Und ich dachte, naja, es wird. Das Blut hat ein bisschen aufgehört, also nicht mehr so. Also du warst optimistisch, dass er sich wieder berappeln wird, dass es wieder aufhört. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen, Valentina? Wir waren normalerweise 8 Jahre zusammen, fünf Jahre verheiratet, ja. Habt ihr Kinder? Leider nicht. Ich habe zwei Fehlgeburt von ihm verloren. Nun sind ja seit dem 30. Juni nur ein paar Monate vergangen, noch nicht sehr lange. Überhaupt nicht lange, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Wie ist denn dein Gefühl im Moment? Wie ist mein Gefühl? Ich vermisse ihn so sehr. Es tut mir leid. Und das Problem ist, dass ich ganz alleine bin. Gibt es keinen Menschen, keine Freundin oder keine Verwandten, mit denen du reden kannst, auch über deine Trauer reden kannst? Ja, Freunde schon, Gott sei Dank, aber meine Familie war leider nicht da. Ich komme aus Rumänien und so schnell konnte die Visa nicht bekommen. Verstehe, aber so jetzt im Laufe der Tage, in der Woche, kannst du dich da mit jemandem aussprechen? Und ja, aber wissen Sie, am Tag geht, ich muss sowieso von hier weg, also von dem Haus weg mit meinem Mann, aber nachts ist es sehr schlimm. Nachts ist es schlimm. Arbeitest du tagsüber? Leider nicht, weil, wie gesagt, seit 1999 den Unfall hatte mein gestorbener Mann und wir sind Sozialempfänger, also wir war. Mhm. Und jetzt am 1. Dezember werde ich eine Wohnung kriegen. Mhm. Und am 1. November kriege ich einen Job. Ach so, ja. Meine Freunde sagen, das ist gut, ja, aber. Ja, es ist sicher gut, weil es dich so am Tage etwas ablenkt. Dennoch kann ich es natürlich verstehen, dass wenn du dann abends alleine bist und nach Hause kommst, zu Hause bist, dass alles auf einen einbricht und die ganze Trauer und das ganze Unglück fühlbar wird, ne? Genau, und ich möchte nochmal im Namen von meinem gestorbenen Mann, der war ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Der hat jede Nacht den Domian, egal was war. Ich kann jetzt wirklich freisprechen, ob jetzt sexuelle Beziehung, nein, Domian fang an, Schluss. Das war wirklich so ein guter Freund von ihm. Also es war Wahnsinn. Jeden Abend und jede Freund von uns hat immer gesagt, Domian, was kennst du nicht? Der war jeden Abend auf die Glotze, auf Deutsch gesagt, immer gehört und geguckt. Ja, er hat öfter versucht, bei ihm zu rufen. Ja, Valentina, ich sage jetzt immer zu dir, dann kannst du das zu mir auch sagen. Oh, danke. Dankeschön. Also mir tut es wirklich von Herzen leid, von sehr großem Herzen leid, dass du deinen Mann, deinen Partner verloren hast. Wissen Sie, wie ich ihn geliebt habe? Ja, ja. Ich glaube, dass man sich vielleicht, wenn man so einen großen Schmerz hat, immer so ein klein bisschen trösten kann, dass man sich überlegt, was würde jetzt mein Partner, mein geliebter Mensch wollen? Will der, dass ich so traurig bin und so viel weine? Eigentlich will er es nicht. Er würde,
Er würde sagen, Valentina, du musst jetzt leben und du musst auch in die Gegenwart gucken und nach vorne gucken. Und du darfst nicht so, so traurig sein. Ich bin ihm so glücklich, dass ich mindestens jetzt erreichen, was er immer gewollt hat, mit ihm zu reden. Oder mit dir, mit dir zu reden. Weißt du, Valentina, was, glaube ich, auch ein sehr schöner Gedanke ist? Ihr seid jetzt getrennt und dein Partner ist leider verstorben. Aber es war ja auch ein so großes, großes Glück, dass du ihn hast kennengelernt. Und dass ihr so viele schöne Jahre miteinander verlebt habt. Sehr schöne. Und das ist etwas, was dir niemand nehmen kann. Das ist die Erinnerung, das ist eure Gemeinsamkeit und euer Leben. Das ist ja auch ein großes Glück, was ihr beide empfangen habt und gelebt habt. Das ist ja auch ein kleiner Trost. Ich bin so glücklich, dass ich ihn gehabt habe. Ja. Glaubst du das? Ich bin so glücklich, dass ich ihn so geliebt habe, ja. Und ich würde ihn immer lieben. Ja. Der war so ein guter Mensch, die könnte nicht mal einer Fliege was tun. Ich glaube, wenn er so ein guter Mensch war, und das glaube ich dir natürlich, dass er versteht, dass man in den ersten Monaten so traurig ist. Und das kann auch noch eine ganze Weile so dauern. Oh ja. Aber er wird auch nicht wollen, dass du ganz am Boden bist. Er wird immer wollen, dass du nach vorne guckst und dass du lebst und dass du nicht auf dumme Gedanken kommst oder so. Weißt du, Damian, das Problem ist, ich bin sehr glücklich, deshalb sage ich, als Geschäftsmann, da war er auch, sage ich jetzt, auch schuldig, natürlich, also Schulden hatte. Aber ich wollte die Erbe nicht nehmen, weil mein Mann hatte auch zwei Kinder. Ja. Und ich wollte das nicht haben. Also die Erbe, und da habe ich gesagt, ich ziehe jetzt in eine Kleinstadt, nicht weit von uns. Und trotzdem, bis wann ich jetzt umziehe, ist immer die Erinnerung her da. Klar, ist dieser Haus, ist diese Gaststätte, wir haben Haus und Gaststätte zusammen gehabt, ja, wo ich noch wohne. Aber weißt du, das ist ja auch so normal, wenn man 8 Jahre mit jemandem zusammen war, dass man voller Erinnerungen ist. Alles erinnert an den Partner. Jegliches. Weißt du, am 11. September vorletzten Jahr habe ich meine Schwester verloren. Autounfall. Valentina, ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Du bist so traurig und du bist so sehr am Weinen. Dass das auch ein bisschen aufregend ist, jetzt für dich hier in aller Öffentlichkeit so zu reden und zu sprechen. Ich möchte gern, dass wir dieses Gespräch hier jetzt beenden. Und dann werden wir dich gleich wieder anrufen. Und dann hören auch keine anderen Leute zu. Und ich werde gleich der Johannes anrufen. Das ist ein super netter Kollege von mir, ein Psychologe. Und dann könnt ihr ganz in Ruhe reden. Ich möchte dir nochmal von Herzen mein Beileid aussprechen. Und aber auch nochmal daran appellieren. Hab immer in Erinnerung oder im Kopf, was dein Partner würde wollen, wie du dich jetzt fühlst und wie du leben sollst. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Dass du traurig bist, das ist ganz normal und das wird sicher auch noch eine Weile dauern. Ich danke dir, Damian. Liebe Valentina. Ich bin so stolz und ich war meinem Mann schuldig, dass ich bin so froh, dass ich das geschafft habe, das mit dir zu reden, was mein Mann nicht geschafft hat. Ich freue mich sehr, dass du durchgekommen bist und freue mich auch, dass wir beide uns unterhalten haben, Valentina. Und ich denke, mein Mann ist so glücklich im Himmel. Ja. Grüßen wir immer im Himmel. Mach ich. Liebe Valentina, leg mal auf und der Johannes ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Und alles Gute. Nochmal Dankeschön von deinem Team. Ja? Dankeschön. Tschüss. Tschüssi. Jetzt bin ich verbunden mit Adrian. Hallo? Ja, 19 Jahre alt. Ja. Guten Morgen, Adrian. Guten Morgen. Um was geht's bei dir, Adrian? Ich wollte über die TV-Duelle sprechen. Ja. Und? Wie haben sie dir gefallen? Ja, es war eigentlich immer das Gleiche. Nur, dass diesmal die Moderatorinnen andere Inhalte zum Teil mit reingebracht haben. Und dass die das Reglement etwas gelockert haben, damit die beiden auch zu Wort kommen können. Damit die auch mal aufeinander reagieren können. Genau, ne? Ja. Aber ich fand, das haben die noch ein bisschen zu wenig gemacht. Eigentlich würde ich die da so 3 Stunden zusammensetzen in einen Raum, die dann richtig provozieren, damit sie dann auch mal wirklich ungehalten werden. Ich hatte so eine Idee, während ich das gesehen habe. Man sollte die beiden
alleine in einen Raum setzen, ohne Moderator. Ja. Und dann sollten die mal loslegen und wir gucken und die alle und die Fernsehanstalten sind angeschlossen und wir gucken alle zu, wie die miteinander umgehen. Ja, das fände ich auch mal spannend. Das wäre cool, ne? Ja. Ja, das fände ich cool. Ja. Also, dein Resümee ist irgendwie, naja, okay, aber der Knaller war es nicht. Ja, also ich fand es eigentlich so, für welche, die darauf wirklich auf die Inhalte achten, fand ich es primitiv. Mhm. Hat dich das, ich sehe, du bist 19 Jahre, du bist jetzt zum ersten Mal Wähler, ne? Ja. Erstwähler. Hat dich das in deiner Wahlentscheidung beeinflusst, was Nein, die da gewählt haben? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, ich würde höchstens sagen bestätigt, nämlich für die SPD. Mhm, ja. Weil die CDU, also ich habe mir auch manchmal vorgestellt, wenn Stoiber da jetzt im Ausland irgendwelche Sachen managen sollte, dass das ziemlich peinlich wäre für Deutschland, wenn da so ein Fatzke so. Nein, wir wollen ihn nicht beleidigen jetzt, ne? Ach so. Das wollen wir nicht machen. Ja, aber ich finde das dann doch schon ein bisschen peinlich, wenn er da so rumstammelt und Okay, wir haben schon verstanden, dass du ein SPD-Mann bist, ein Schröder-Mann und den Stoiber nicht wählen wirst. Nee. Aber das hat mit dem Duell nichts zu tun. Ich habe noch eine Frage, was das Duell betrifft. Haben dir die Männer besser gefallen, die Journalisten, also Herr Klöppel und der andere? Oder diesmal Frau Christiansen und die Kollegin vom ZDF? Nee, ich finde besser Christiansen und Ilner. Weil ich denke, es ist so, dass Frauen den Politikern oder Männern insgesamt mehr rauslocken können. Meinst du? Ja. Und ich hätte... finde, die sind dann auch zum Teil noch ein bisschen tougher, weil die eben sich auch ein bisschen beweisen wollen, dass die Frauen ebenso sachlich arbeiten können. Also ich finde, sie hätten ruhig noch eine Nummer frecher sein können. Und ja, schärfer in der Fragestellung. Mir war das bei beiden, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, noch zu brav. Ja, ich würde denen eine richtig konkrete Frage stellen, wo sie nicht irgendwie sich ausweichen können und würde dann auch Stopp sagen, wenn die da jetzt irgendwie ausweichen wollen. Genau. Jetzt noch eine grundsätzliche Frage an dich, Adrian. Im Prinzip ist es ja nicht so ganz gerecht, dass nur die SPD und die CDU sich da duellieren. Eigentlich müssten ja alle, zumindest die im Bundestag vertretenen Parteien, sich da äußern können in einer großen Diskussion. Wie das sehe ich auch so. Mhm. Also wobei ich denke, dass dann die beiden schlechter dort gestanden hätten. Ja. Also jetzt neulich lief, ich gucke ganz gerne Phoenix. Kennst du diesen Kanal? Ja. Maischberger. Nee, Phoenix ist, Maischberger ist NTV. Phoenix ist von, ist öffentlich-rechtlich. Und da lief eine Wiederholung von einer fernen Bundestagswahl, als Franz Josef Strauß gegen Helmut Schmidt antrat. Und da war das so eine große Runde, wo alle im Bundestag vertretenen Parteichefs saßen und die sich so richtig in Haaren hatten. Fand ich interessant, muss ich sagen. Und dann haben alle auch die gleiche Chance gehabt, sich zu äußern. Ja, das finde ich auch. Mhm. Also du wärst da gar nicht so scharf drauf, dass man das beim nächsten Mal nochmal wieder macht, dass die beiden... Nee, ich würde das einfach ein bisschen unkontrollierter und strenger machen. Also ich würde die auch ein bisschen zeitlich so unter Druck setzen oder so, dass die mal irgendwann aus dieser Grinsenummer rauskommen. Aus der Grinsenummer. Ja. Adrian, danke für deine Meinungsäußerung. Ich finde es gut, dass du wählen gehst. Ja. Es gibt ja viele junge Leute, die nicht wählen, was ich sehr schlimm finde. Und nicht nur junge Leute, auch ältere Leute. Ich finde es dämlich. Das muss man machen, finde ich. Das ist eine Bürgerpflicht zu wählen. Ja. Also, gutes Klingen beim Wählen und alles Gute dir. Jo, danke. Tschüss, Adrian. Tschüss. 1.33 Uhr und 44 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back.
die Sekunde, 1.35 Uhr, hier ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt habe ich an der Strippe den Christian. Christian ist 22 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Christian, dein Thema. Mein Thema ist Sexualpraktiken bzw. ausgefallene Sexualpraktiken. Aha, du erzählst jetzt aus dem Nähkästchen ein bisschen was von dir. Ja, ungefähr, ja. Und das ist eigentlich auch schon wieder mein Problem. Und zwar bin ich seit geraumer Zeit in einer festen Beziehung, seit 2,5 Jahren. Ja. Bloß ich kann da meine sexuellen Vorlieben nicht so ganz ausleben. Welche sexuellen Vorlieben hast du denn? Ich habe zum Beispiel sexuelle Vorlieben, das ist einmal der Analverkehr, den ich sehr gerne auslebe. Und ja, dann halt auch noch Fesselspiele, so mit leichtem Hang ins Sadomaso. Verstehe. Hast du denn schon diverse Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Früher? Ja, und zwar habe ich jetzt seit 5 Monaten eine gespielen, die diese Sexualpraktiken mit mir macht. Aha. Na, und Christian geht also fremd. Ja, ich gehe fremd. Haben wir das zweite Thema für unser Gespräch. Mein Gewissen plagt mich auch. Ja, glaube ich. Na. Hast du denn vorher, bevor du diese Gespielen kennengelernt hast und vor deiner Freundin, auch schon solche Sachen gemacht? Nein, vorher noch nicht. Nicht. Wie hast du die Geliebte, ich nenne sie mal die Geliebte, kennengelernt jetzt? Die habe ich in einem Chatroom im Internet kennengelernt. Ja. Ja, und mit der Zeit haben wir dann halt auch mal die Chatmöglichkeit geändert. Ich weiß nicht, ob du es kennst, NetMeeting. Das wird von Microsoft angeboten und Das ist mit den, da kann man sich angucken, ne? So mit richtig. Kameraverbindung, ja. Mhm. Richtig, mhm. Richtig. So, und dadurch habe ich dann halt auch dann feststellen können, weil wir dann sozusagen Cybersex gemacht haben, mhm, wie sie sich stimuliert, und habe dann halt dann feststellen können, dass sie doch wohl halt auch Analverkehr mag. Mhm. Und wir haben uns dann irgendwann mal getroffen nach so anderthalb, 2 Wochen. Mhm. Und habt es ja gemacht und du bist begeistert. Ja, wir haben es gemacht und ich bin wirklich begeistert. Und du bist begeistert auch von den Fesselspielen, die du mit ihr auch machen kannst? Richtig, ja. Richtig. Mhm. Ist das jetzt, das läuft ein paar Monate jetzt mit der Geliebten. Ist das eine reine Sexbeziehung oder hast du dich auch ein bisschen in die Frau verknallt? Nein, verknallt habe ich mich nicht in die Frau. Also das ist nur eine reine Sexbeziehung, aber mein Gewissen plagt mich deswegen, weil ich ja meine Freundin betrüge. Verstehe. Wie oft kommt es denn zu diesen Sex-Sessions? Also mindestens 2-mal die Woche. 2-mal die Woche? Das heißt, die wohnt auch zufälligerweise gleich bei dir um die Ecke, oder wie? 30 Kilometer von mir entfernt. Mhm, mhm. 2-mal die Woche, das ist ja krass, Christian. Ja. 2-mal die Woche. Wohnst du mit deiner Freundin auch zusammen? Nein, ich wohne noch nicht mit ihr zusammen. Das planen wir in nächster Zeit. Und gut, wir hatten es eigentlich früher so gehandhabt, dass wir so ab und an auch mal so bei den anderen übernachten, sprich sie mal bei mir oder ja, ich bei ihr. Bloß, ich habe ein Problem, ich rede gelegentlich im Schlaf und da sollte nicht gerade unbedingt ihr Name fallen, mhm, ne? Weil meine Freundin kriegt das mit, dass ich im Schlaf rede und so weiter und so weiter. Oder es wird ja immer komplizierter. Es wird ja immer komplizierter, sagte ich. Ja. Ja. Richtig. Schläfst du denn mit deiner Freundin auch noch? Ja, klar. Und wie ist das? Ist das mittlerweile völlig langweilig für dich? Nein, langweilig ist es nicht, aber wie gesagt, bei dem Sex vermisse ich was. Mhm. Das ist dann halt, denkst du, wenn du mit deiner Freundin schläfst, an die Geliebte? Das ist mir durchaus schon mal passiert, also erst vor kurzem, letztes Wochenende ist mir das, mhm, passiert, dass ich daran gedacht habe. So, Christian. Ich hatte beinahe auch den Namen meiner Geliebten gesagt. Und du? Wie soll es weitergehen? Ja, wenn ich das jetzt mal wüsste. Also ich stecke, wie gesagt, in einer Zwickmühle, weil einerseits meine Freundin will ich nicht aufgeben, mhm, weil ich sie halt sehr liebe, und andererseits will ich meine Geliebte aber auch nicht aufgeben, weil ich mit ihr meine sexuellen Vorlieben ausüben kann. Also du willst alles, ne, im Klartext? Ja, und eigentlich schon. Und willst dich rundherum, willst es ihr gut gehen lassen? Nur so geht's nicht. Ja. So geht's nicht. Da gibt's eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder du lässt das sein, was ich fast schon nicht glaube, weil du
doch sehr begeistert zu sein scheinst von den neuen Praktiken. Mhm. Oder du eröffnest das deine Freundin und dann ist wahrscheinlich Schluss, ne? Oder? Ja. Wie alt ist deine Freundin? Das sehe ich auch so. Zum Glück hat sie ja noch keinen Verdacht geschöpft, weil sonst wäre ja schon alles vorbei. Mhm. Wie alt ist sie? Sie ist 24. 24. Mhm. Ja. Ja. Nur die beiden Möglichkeiten gibt es. Wenn das andere ist ja, dich belastet das sehr im Moment, du hast ein schlechtes Gewissen. Ja. So kann man auch natürlich nicht mit einem Partner umgehen, ihn so massiv zu betrügen, weil du gerätst ja auch ständig in neue Lügenverwicklungen. Wenn du dich zweimal mit der Frau triffst, musst du ja auch irgendwelche Sachen immer erfinden, wo du bist und was du machst. Und also alles ist unerquicklich. Nee, also Ausreden großartig einfallen lassen brauche ich mir nicht, weil meine Freundin ist, meine jetzige Freundin, die ist als Altenpflegerin tätig und hat zweimal die Woche Nachtschicht. Na gut, egal. Die Lüge hängt über euch und macht deinem Gewissen zu schaffen. Ja. So, also gibt's nur die beiden Möglichkeiten. Du machst Schluss mit der Geliebten. Oder du eröffnest ihr das. Oder du machst Schluss mit deiner Freundin und nach dem Motto, mir ist das so wichtig, diese Art von Sexualität, ich kann darauf nicht verzichten. Ich muss es dir sagen und ich muss auch in Kauf nehmen, wenn du Schluss machst. Ja, klar. Es geht eben nicht alles. Das ist ja das Tragische an solchen Geschichten. Es geht nicht alles. Mhm. Du kannst allen Kram ausleben, wenn du frei bist, wenn du Single bist, wenn du Solo bist. Aber wenn du wirst ja beides, du wirst die Wärme einer festen Beziehung haben, all das Schöne, was damit verbunden ist, und wirst sexuell ausschweifend leben. Mhm. Warum geht das eigentlich nicht mit deiner Freundin? Hast du das denn mal schon mal richtig versucht auszuprobieren mit ihr? Ja, klar habe ich das versucht, aber sie findet Analverkehr ekelig. Mhm. Ne? Also es gefällt ihr einfach nicht, sie widert sich davor. Mhm. So, und Fesselspielchen überhaupt nicht. Mhm. Ne? Weil das findet sie wiederum pervers. Also ich habe kein gutes Gefühl für eure Beziehung. Wenn das Mädel erfährt, dass du seit 5 Monaten sowas nebenher laufen hast und das mehrfach in der Woche praktizierst, wird der die Kinnlade runterfallen. Ja. Christian, da gibt es keinen goldenen Weg. Mhm. Alles, was du jetzt tust, ist irgendwie unangenehm. Ja, auf jeden Fall. Für irgendwie alle Beteiligten. Wenn es weiterlaufen lässt, hast du ein immer schlechteres Gewissen und du stehst wirklich wie das Schwein vorm Spiegel, wenn du dich anguckst. Ne? Ja. Sagst es ihr, ist es schlimm, wenn du mit der Geliebten Schluss machst, ist es für dich schlimm? Also, es gibt keinen Königsweg. Ich finde, du sollst den Weg gehen, wo du selbst deine Achtung bei wieder gewinnst und dir mit gutem Gewissen in die Augen schauen kannst im Spiegel. Ja, wenn ich den Weg mal wüsste, so, dann hätte ich mir den Anruf heute sparen können. Ja, das ist der Weg letztendlich, es ihr zu sagen, ja, mit offenen Karten zu spielen. Und in der Hoffnung, dass ihr vielleicht eine Lösung findet. Aber ich bin da auch sehr skeptisch. Ich bin sehr skeptisch. Ja. Wenn diese Sexualität dir so wichtig ist, und das scheint ja der Fall zu sein, ne? Ja. Gibt es da fast gar keine Lösung. Da musst du dich trennen von deiner Freundin. Schade. Ja. Schade. Ja, ist wirklich schade. Da hast du recht. Mhm. 2,5 Jahre. Ja. Mhm. Mehr kann ich dir nicht sagen, Christian. Naja. Alles Gute. Jo, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und viel Glück in deiner Sendung. Danke dir, tschüss. Jo, tschüss. Robin. 24. Hallo Domian. Hallo Robin. So mein Problem ist, dass das Thema bei mir ist Analsex. Auch. Beim ersten Mal mit einem Mann. Naja. Zum ersten Mal mit einem Mann? Auf jeden Fall das erste Mal mit einem Mann, gestern Abend. Hattest du gestern Abend zum ersten Mal Sex mit einem Mann? Richtig. Überhaupt zum ersten Mal Sex mit einem Mann? Erst mal mit einem Mann. Und dann gleich Analsex? Auf jeden Fall. Das war eigentlich noch das Thema so, dass er mich so super überrumpelt damit hat. Weil also für mich war einfach so der Style, so wie für eine Frau, das erste Mal Sex, da stellt man sich super schön was vor. Ja. Ja, ja gut, er ist halt weitergegangen. Und ich war wie ein kleines Mädchen, was über sich ergehen hat, also über sich ergehen lassen hat. Mhm. Ja. War Alkohol im Spiel oder Drogen, ja, irgendwas? Ja, war ein Alkohol im Spiel. Ja. Das hat mich eigentlich auch erst mobilisiert, ja, obwohl ich eigentlich schon vorher irgendwie mir Gedanken darüber gemacht habe, da ich eventuell auch Bock darauf hätte. Also aha, nicht mit ihm persönlich, sondern also generell. Ja, also du warst nicht so ein 300%iger Hetero. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern du hast im Kopf schon mit so einer Bi-Variante schon mal gespielt. Auf jeden Fall habe ich damit gespielt. Ja, aber definitiv noch nie Erfahrung gesammelt, auch nicht kleinere definitiv Erfahrung. Definitiv noch nicht. Ja. War das jetzt jemand, den kanntest du aber, ne, von früher schon? Ja, es war aus dem entfernteren Bekanntenkreis jemand. Ja. Genau.
er hat dich angebaggert. Ist er schwul oder ist er bisexuell? Das, ich weiß jetzt nicht genau, ob der schwul ist oder bi. Mhm. Also ich denke mal, dass er mehr bi ist. Ja. Also es hat sich aus einer Party-Situation ergeben, so dass wir beide was getrunken haben. Auf der einen Seite denke ich mal selber für mich so, dass ich auf jeden Fall irgendwie schon Bock auf ihn gehabt haben muss, sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht so ein Typ, so wie eine Frau für mich geil ist, also schön und sexuell anreizend. Ist das jetzt halt nicht ein Typ, weil es einfach für mich auch ziemlich schwierig irgendwie zu definieren ist, ob ein Typ mir gefällt. Verstehe. Und ob der mich sexuell anregt. Verstehe. Das hat sich einfach so daraus ergeben. Also, ihr seid dann zu ihm nach Hause gegangen oder zu dir? Genau, zu ihm nach Hause. Zu ihm. Hast du die ganze Nacht bei ihm verbracht auch? Ich habe die ganze Nacht bei ihm verbracht. Eigentlich so für mich unter dem Vorwand so, da ich einfach bei ihm schlafen wollte, weil ich einfach persönlich nicht nach Hause kam. Ja? So, dann kam es dazu. Er hat das forciert. Er hat den Sex forciert. Genau. Fing es so, die üblichen Spielchen, irgendwie so streicheln. So kuscheln, streicheln, klar. So fing es an. Ja. Und das war eigentlich auch so das, was ich eigentlich immer als erste Erfahrung so für mich haben wollte. Ja. Gut, ich meine, da war der Alkohol mit im Spiel. Aber er ging dann weiter. Auf jeden Fall, er ging weiter. Gut. Und dann ging es um Analsex. Und also dann. Es wurde jetzt bei uns persönlich nicht darüber irgendwie gesprochen. Ja. Also ich persönlich bin Typ so, wenn ich mit einer Frau Sex habe. Finde ich es schon ziemlich anregend, wenn eine Frau mir so, sag ich mal, den Finger in den Arsch steckt. Ja. So beim, sagen wir so klar raus. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall für jeden Mann irgendwo ein bisschen anregend. Ja. Ja, und dann ging es halt weiter so. Aber ich war dann irgendwo schon so ein bisschen in Trance für mich. Mhm. Also du warst in der passiven Rolle? Ich war in der passiven Rolle, ja. Also so aktiv war ich halt nur in der Anfangsphase. Ja. So als halt um Kuscheln, also dieses Warm-up, sag ich mal. Ja, verstehe. Warm-up ging. So. Ja, und hinterher war ich halt so in Trance, dass ich das halt über mich ergehen lassen habe. Und dann ist es passiert? Dann ist es passiert. Wie fandst du es? Nicht wirklich toll. Ja? Weil ich mir von vornherein nicht wirklich die Gedanken darüber gemacht habe. Weil ich sag mal, ich würde mich da eher in der passiven Rolle in dieser Situation sehen, aber aktiv mehr gegenüber einer Frau. So, jetzt hast du aber die ganze Nacht bei dem Typ auch geschlafen. Ja. Und wie war denn das, als du heute Morgen aufgewacht bist? Ich war froh, als weg war. Ja, habt ihr noch groß geredet? Ich habe mich so weggemacht, dass der Herr das nicht gemerkt hat. Achso, der hat noch gepennt oder so. Auf jeden Fall. Ja. Fühlst du dich heute ein bisschen eklig, ein bisschen dreckig oder irgendwas? Nee, eklig, dreckig fühle ich mich nicht. Aber ich sag mal, das kann man so unter dieses vergewaltigt sein fühlen, so einordnen. Also der ist letztendlich einen Schritt zu weit gegangen. Auf jeden Fall. Also die Kuschelnummer wäre okay gewesen. Auf jeden Fall. Mhm. Aber er hat durch diesen Alkoholkonsum, ja, das war jetzt nicht so übermäßig, dass ich super breit war, aber er hat es einfach ausgenutzt. Ja. Und das nimmst du ihm auch ein bisschen übel? Auf jeden Fall. Ja. Wirst du es ihm irgendwann sagen oder lässt du die Sache irgendwie jetzt? Da bin ich nicht so mehr, also bin ich mir selber nicht so ganz im Klaren darüber, was ich jetzt mache. Und da wollte ich eigentlich wollte ich mich bei dir darüber informieren, so was ich jetzt machen soll. Ja. Weil es halt ein entfernter Bekannter von mir ist, also ist jetzt nicht so eine super enge Beziehung. Also, so, ich will mir sagen, erzähle oder so. Nur ist es passiert, ne? Genau. Dennoch täte es dir wahrscheinlich ganz gut, wenn du den irgendwo mal triffst, wenn du mal ein paar klare Worte mit dem redest. Das, ich denke mal, dass in jeder Situation, wo es einem irgendwie auf den Sack geht, irgendwas, dass man über alles redet. Genau, so, das fände ich schon mal ganz gut. Wichtig finde ich aber jetzt deine Haltung für zukünftige Sachen. Ja. Dass du dir da im Klaren sein solltest vorher, was du willst und wenn du mit einem Typen mal was machen willst, wie weit du gehen möchtest. Habe ich ja auch schon Gedanken drüber gemacht. Richtig? Und, nämlich? Ja, dass ich auf jeden Fall von vornherein, so wie ich einer Frau das gegenüber äußere, was ich haben möchte. Ja. So genauso wie ich das von einer Frau irgendwo verlange. Ja. Dass sie mir sagt, wie weit ich gehen darf. Ja. Gut, es muss nicht unbedingt von einem Gespräch von vornherein geklärt sein. Mhm. Aber im Akt sollte man schon darüber reden, dass man schon irgendwas probiert zu starten. Mhm. Aber wenn die Frau zum Beispiel zu mir sagt, so, ich mag das jetzt nicht, Analverkehr, dann bin ich auf jeden Fall ein Typ, der da nicht drauf eingeht. Ja, und genauso solltest du sagen. Genau, dasselbe erwarte ich auch von diesemjenigen, mit dem vielleicht irgendwann mal wieder was passieren sollte. Ja. Oder aber das ist ein guter Standpunkt. Ja, finde ich auch. Das heißt, von mir persönlich auch. Ja, dann kommst du nämlich aus der Nummer immer für dich vorteilhaft und gut raus. Ich denke mal, reden ist immer Gold und Schweigen ist mehr Silber, mehr Bronze als Silber. Ja, du würdest dich heute gut fühlen, wenn ihr nur gekuschelt hättet oder so ein bisschen Petting gemacht oder weiß ich was. Ja. Vielleicht ein bisschen Oral, wäre auch noch okay gewesen, aber das war's dann. Also für mich Oral ist immer gut. Ja. Ist normal als Mann. Jetzt kam mir gerade natürlich noch eine Idee. Hat der Bursche Kondome verwandt? Auf jeden Fall. Also Kondom ist für mich eine hohe Priorität. Bist du sicher, dass er die genommen hat? Auf jeden Fall. Also ich habe es auf jeden Fall angelegt. Mhm. Angelegt unter dem Vorwand. Also bei ihm angelegt? Meine Blase.
Ach so. Weil das ist auf jeden Fall auch beim Blasen für mich auf jeden Fall hohe Priorität, dass auf jeden Fall ein Kondom im Spiel ist. Ja, sehe ich genauso. Auf jeden Fall, weil das kann auf jeden Fall zu irgendwelchen Krankheiten führen, weißt du selber. Ja. Und deswegen habe ich das auf jeden Fall gemerkt. Also, ich finde eigentlich die Sache insofern ganz okay, weil du daraus gelernt hast, demnächst klar zu sagen, was du willst, was du nicht willst und dich entsprechend auch zu verhalten. Auf jeden Fall. Insofern, also das war nie mein Problem. Also ich wollte jetzt einfach nur mal mit dir darüber reden, weil du einfach so für mich eine ziemlich kompetente Person bist. Ich weiß jetzt nicht persönlich, was du gelernt hast. Bist du Psychologe? Nee. Gelernter Psychologe? Nee, bin ich nicht. Nein. Nein, also du machst das einfach auch nur aus deiner Lebenserfahrung heraus und durch deine Routine in dieser Art der Sache, die du machst. So ist es ja. Und das finde ich ziemlich fett. Und deswegen habe ich eigentlich auch gedacht, besser halt als mit, also besser mit dir darüber reden als mit einem Psychologen. Ja. Weil so Psychologen reden eigentlich ziemlich viel Platz. Naja, nicht alle. Es gibt auch viele, die gute reden. Ja, na, auf jeden Fall. Will ich jetzt nicht schlecht reden. Also Robin, und wenn du den Typ nochmal triffst, wasch ihm den Kopf ruhig. Ja? Ja, klar, kann doch nicht. Kann doch, ja, also nicht zu krass, aber sagen kannst du schon, finde ich schon. Ja. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Dann danke für deinen Anruf. Gar kein Problem, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Und wünsche dir viel Spaß und alles Gute weiterhin. Alles klar, ich wünsche dir auch. Dankeschön, Robin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Sabine, 31 Jahre alt, guten Morgen. Sabine. Ja. Sabine schweigt erstmal ein bisschen. Ja, ein wenig. Und was geht's denn, Sabine? Ja, es geht im Prinzip darum, dass ich mich in jemanden verliebt habe, der verheiratet ist. Muss das denn sein? Nee, das muss nicht sein. Aber es ist passiert. Jupp. Bist du denn solo? Ja. Wenigstens das. Wenigstens das. Seit wann bist du in den verliebt? Wie lange läuft das schon? Ja, das läuft noch nicht so lange. Das ist noch relativ frisch. Wie frisch? Eine Woche, zwei Wochen? Eine Woche. Eine Woche? Ja. Das ist noch sehr frisch. Weiß der Glückliche von seinem Glück? Ja. Das heißt, du hast ihm das schon gesagt? Ja, das heißt, wir sind uns da schon näher gekommen. Das ist ja das Problem. Es hat schon knallharten Sex gegeben. Nee, knallharten Sex noch nicht, nein. Wir sind uns zwar näher gekommen, aber zum Äußersten ist es da nicht gekommen. Aber geknutscht schon? Ja. Ja. Wie hast du den kennengelernt? Wo? Wie? Das ist ein Kollege. Ein Arbeitskollege? Mhm. Noch ein Problem? Mhm. Also ihr müsst das auch noch geheim halten in der Firma? Mhm. Ja. Und der Mann ist verheiratet? Ja, und hat noch ein Kind. Und hat einen kleinen Kind. Sohn. Mhm. Mhm. Nur ist eine Woche ja nicht lang. Nee. Wie lange kennst du ihn denn schon? 2 Jahre. Und wieso jetzt plötzlich? Keine Ahnung. Es hat sich so ergeben. Ach, erzähl mir nichts. Du bist eine Frau von 31 Jahren. Du musst doch dann schon irgendwie einen Blick auf den geworfen haben, schon länger. Ja, natürlich. Und fandst du ihn eigentlich schon immer ziemlich gut? Ja, ich fand ihn schon, ja gut, er hat sich halt ein paar Mal so ein bisschen doof verhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Idiot. Und dann... Ja. Hatte sich das eigentlich wieder für mich erledigt. Von wem ist denn der erste Schritt jetzt ausgegangen? Von ihm. Von ihm? Mhm. Ist er denn gleich, steht er so auf gleicher Ebene mit dir oder ist er gar ein Vorgesetzter? Nö, das ist schon gleiche Ebene. Gleiche Ebene. Gleichen Job. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen seltsam ist, wenn man sich eine ganze Weile kennt und jeden Tag zusammen arbeitet. Wie? Nee, wir arbeiten ja nicht jeden Tag zusammen. Na gut, aber man arbeitet zusammen. Wie, ja, wie kam es denn zu der Situation, dass er dir näher gekommen ist? Wart ihr irgendwie... Wir waren auf einem Event. Wir haben so ein Event gehabt und da waren wir zusammen. Achso, da war alles ein bisschen locker, man hat auch was getrunken und so. Genau, ne? Richtig. Ja. Mhm. Habt ihr geredet auch schon danach jetzt? Oder? Ja, wir haben uns schon gesehen, wir telefonieren auch und... Das ist ja die Frage, nämlich, deswegen frage ich, ob ihr geredet habt. Ist der auch in dich verliebt, verknallt? Oder ist das für den einfach nur so eine nette Nebenaffäre? Nee, das glaube ich nicht. Kann man aber nach einer Woche noch nicht sagen, Sabine. Kann man nach einer Woche noch nicht wirklich sagen. Das ist jetzt ganz wichtig, finde ich, für dich abzuklären, was... du, bei dir scheint das ja ernster zu sein, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich habe erstmal gesagt, das lasse ich auf mich zukommen, aber irgendwo geht er mir halt nicht auf den Kopf. Mhm. Und das ist halt das Problem. Ich meine, du könntest natürlich jetzt nach einer Woche ist noch so frisch, könntest du vielleicht die Notbremse ziehen, um dich nicht in sehr komplizierte Dinge zu verwickeln. Der Mann ist verheiratet, der Mann hat ein Kind. Du kannst nicht einschätzen, wie die Ehe ist. Zudem ist ja auch nicht schön, sich in eine Beziehung, in eine Ehe da so reinzudrücken. Natürlich nicht. Und wenn man sich nach einer Woche zurückzieht, ist der Schmerz auch nicht so groß, als wenn du dich jetzt schon ein halbes Jahr mit dem treffen willst und kennen würdest. Naja. Oder ist es so stark, dass du dich so stark zu ihm hingezogen fühlst? Naja, schon. Also klug von außen betrachtet wäre zu sagen, Sabine, lass die Finger davon.
Du weißt dich aber auch, wenn die Liebe irgendwo hinfällt, wenn es wirklich Liebe ist, nutzen keine guten Ratschläge was, ne? Ja gut, von Liebe kann man ja insofern noch nicht sprechen. Das eben. Na, also Liebe ist was ganz was anderes. Ist jetzt Schwärmerei noch, ne? Ja gut, es ist schon zum einen Schwärmerei, zum anderen merkt man aber schon, dass man denjenigen halt nicht aus dem Kopf bekommt. Und da ich immer ein sehr realistischer Mensch war und wenig emotional bin, ist das schon eine neue Erfahrung. Ach, Sabine, Finger weg. Mhm. Finger weg. Es ist ja noch nicht viel passiert, nur ein bisschen geknutscht. Jojo. Bist doch eine nette Frau, findest doch viele andere, noch nettere Männer. Wie lange bist du denn schon solo? Oh, 5 Jahre fast. Hey, so lange? Ja, mit kleinen Unterbrechungen, ja, muss man dazu sagen. Ja, also wie gesagt, klug wäre es, glaube ich. Ja, vielleicht. Mehr weiß ich nicht, Sabine. Sieh mal zu und wenn es sich verkompliziert, ruf nochmal an. Ja? Ja. Ja, es ist halt schwierig. Es ist eine schwierige Situation. Ja, wirklich. Ich möchte davon auch nicht loslassen und irgendwie ist es halt... Es ist reizvoll, ist mir völlig klar. Ist mir völlig ja, klar. Aber es ist nicht reizvoll, weil er eine Frau hat. Deswegen ist es so, nicht reizvoll. Wenn der jetzt alleine wäre, dann müssen wir gar nicht reden, ne? Ja, ja, richtig. Er hat halt seinen Reiz, das ist einfach so. Ja. Und ich weiß, dass ich den gleichen Reiz auf ihn habe, aber es ist halt schwer einzuschätzen. Ja, und dann kommt ja auch immer so dieser Gedanke noch, was ich gerade auch meinte, was bin ich, also du jetzt auf dich gesprochen, was bin ich für den? Mhm. Ne? Der ist verheiratet, der hat ein Kind, ist da schon ein bisschen die Luft raus und ich bin für den einfach nur so eine nette Abwechslung. Und ich, Sabine, fange an, mich in den wirklich zu verlieben und zu verlieren, auch ja. Und dann stehst du da. Dann bist du für ihn irgendeine Bettaffäre. Und du hast dein Herz verloren. Jo. Und jetzt könntest du noch die Notbremse ziehen. Das könnte ich noch richtig. Mhm. Wissen Sie, was ist denn das so für ein Typ? Du kennst den ja gut. Ist das ein ernstzunehmender oder ist das schon so ein Hallodrio? Nee, weniger als kein Hallodri. Null. Mhm. Null. Und du weißt auch gar nichts über die Ehe, wie die läuft und was nee, da... Nee, über die nichts. Ehe weiß ich nichts. Mhm. Hast du auch von anderen Leuten nichts gehört, von nee. Kollegen oder sowas? Mhm. Hast du die Frau nee, schon mal... Das weiß ja keiner. Nee, es hätte ja sein können, dass man Klatsch und Tratsch, ja, in der Ehe, da stimmt es auch nicht so richtig mehr. Da beteilige ich mich eigentlich weniger dran an diesem Klatsch und Tratsch. Ja. Hast du die Frau mal gesehen? Nee. Auch nicht. Wie seid ihr denn jetzt eigentlich verblieben? Wann seht ihr euch wieder? Nächste Woche. Nächste Woche. Mhm. Spätestens. Telefoniert ihr? Ja. Mhm. Mehrmals täglich. Mehrmals täglich sogar? Mhm. Mhm. Ja, halt nur abends nicht, klar. Mhm. Und was redet ihr da? Ist das so ein Geflirte oder redet ihr auch ernstere Sachen? Ne, wir reden auch über ernstere Sachen, sowas weiß ich, was halt so passiert ist bei ihm und aber dann halt muss er doch, so. Ja, aber dann hat er denn schon mal Aussagen gemacht über seine Beziehung, seine Ehe, wie er sich da fühlt, was das ist? Nee, das hat er noch nicht. Hast du ihn gefragt danach? Nee, auch noch nicht. Mhm. Das ist auch eine neue Situation für mich. Ja, man ist ja auch dann vorsichtig zu fragen, ne? Oder ja, natürlich. Wenn man nicht weiß, ob der andere das beantworten möchte oder man will ja vielleicht auch nicht irgendwas hören, was einem nicht gefällt und so weiter. Ja, genau. Also lang. Ich weiß nicht, ob man vielleicht fragen sollte oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Dann ist wieder die Frage, ob er die Wahrheit sagt, ne? Ja, so schätze ich ihn dann schon ein. Ja gut, dann frag ihn. Frag ihn, was da los ist. Frag ihn, was das soll. Er hat eine. Geh ihn doch ganz, ganz moralisch auch an. Sag ihm, was ist denn eigentlich los bei dir? Du hast eine Ehefrau und jetzt machst du hier eine andere Frau, nämlich mich an. Warum machst du das? Mhm. Ne, das ist doch interessant, wie der darauf reagiert. Ja, natürlich. Wenn er das mit der Ehefrau macht, wir denken jetzt mal ganz weit, dann würde er das vielleicht sogar mit dir auch mal machen. Mir auch machen, genau. Mhm. Wenn jemand so gestrickt ist. Klar. Sprich ihn mal ganz, ganz massiv und klar darauf an. Mhm. Und dann entscheide einfach weiter, wie es weitergehen soll. Mhm. Jetzt müssen wir Schluss machen. Gudi. Sabine, okay, hab ein gutes Händchen für alles. Ja, ich schau mal. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gunther Paperitz. Morgen sind wir... auch wieder da, natürlich. Dann wieder mit dem Fernsehen zusammen, mit dem WDR Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr auch morgen uns wieder erreichen. Dann sind die Leitungen geschaltet. 0800 5678
111. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss, auf Wiedersehen, bis morgen.